nun stelle ich das Buch Vertikales Gemüse vor, in dem es, wie der Name schon sagt, um das vertikale Gärtnern geht, also das Gärtnern auf kleinstem Raum. Interessant hierbei ist, dass es eine Do-it-yourself-Anleitung ist mit Beschreibungen, wie man aus einfachsten Mitteln, wie hier zu sehen, mit Kästen oder auch Paletten, interessante Plätze in kleinsten Gärten gestalten kann. Rankkästen, zum Beispiel für Erdbeeren, für Kräuter, für Gemüse. In einfachen Schritten ist alles wunderbar erklärt und auch schön dargestellt, wie so ein fertiger Platz aussehen kann. Selbst für Insekten kann man mit einfachsten Mitteln ein Insektenhotel anfertigen. Und alles ist gedacht für enge Räume, Terrassenplätze, Balkone, ohne viel Aufwand. Ein bisschen handwerkliches Geschick ist sicherlich nötig, aber wer daran Spaß hat, wird auch an diesem Buch seinen Spaß haben. Das Buch heißt Vertikales Gemüse. Sind 20 Do-it-yourself-Projekte drin vorgestellt. Erschienen ist es bei Kosmos und kostet 12,99 €.